Servus, liebe Freunde der gepflegten Wasser-Unterhaltung. Ich bin Raibu und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Ihr schickt es, ich kommentiere es. Das ist das Format, in dem ihr mir eure Replays zukommen lasst. Heute ist der gute Thunderbird dran und es wird eine Runde, da könnt ihr was erleben, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich will da jetzt noch auch nicht zu viel verraten. Wir gehen einfach schnell in die Runde rein. Hauptsächlich gespielt diese Runde mit dem Tiger E. Also, viel Spaß. Der übliche Wahnsinn auf Osteuropa geht los. Wir sind tatsächlich, wenn ich es gerade richtig gesehen habe, low tier. Ja, hier sind zwei Tiger 2H. Die Premium-Variante davon. Hier haben wir noch einen Tiger 2P mit 6-3. Also wir sind definitiv in einem 6-7er Gefecht. Und da werden jetzt mit Sicherheit wieder viele sagen, oh, das wird ja eine reine Qual. Aber ich kann euch gleich schon sagen, wartet's ab, wartet's ab. Ich habe schon mal in die Stats reingeschmult und ja, das wird eine ziemlich actiongeladene Runde. Aber jetzt schauen wir erstmal, wie Thunderbird hier vorne agiert. Hier kann er sich noch gut bewegen, weil hier ist er noch durch die ganzen Büsche und Bäume geschützt. Außerdem hier vorne, oh, da gab es den ersten Schuss in den Turm von dem FV da hinten. Also jetzt rauszufahren ist jetzt nicht wirklich ideal, genau deswegen. Die Seite solltet ihr einem FV niemals anbieten. Da wäre er wahrscheinlich besser beraten gewesen, wenn er im Sidescrape zurückgefahren wäre. Wobei der FV hier Hull Down steht und ein Hull Down stehender FV 4202 in einem für ihn High-Tier-Gefecht bzw. Mid-Tier-Gefecht ist schon ziemlich böse. Da hat Thunderbird auch eben gerade Glück gehabt, dass er eben nicht die komplette Turmbesatzung gezogen hat. Vier Besatzungsmitglieder sind noch da. Und jetzt würde ich mich hier aber tatsächlich bewegen und nicht stehen bleiben. Schon gar nicht so. Oh, das ist ein Stritzwagen. Sieht er den? Nee, den sieht er nicht. T34 ist ein lohnendes Ziel, der verlässt sich zu sehr auf seine Panzerung. Vorsicht, der IS-2! Hat der da gerade... Ja, ich würde jetzt auch erstmal auf den Carnarvon schießen. Sehr schön, der IS-2 hat eine zu lange Reload-Time, um ihm da nochmal gefährlich zu werden. Oh, Glück gehabt. Glück gehabt, Glück gehabt, Glück gehabt. Ah, da ist noch ein T-34-85, ob er den sieht. Ja, den sieht er gut. Sauber. Schöner Schuss. Direkt durch den Drehkranz. So muss das sein. Drehkranz bei jedem Panzer eigentlich realistisch betrachtet die größte Schwachstelle. Hier im Spiel eher mäßig umgesetzt. Leider. So, wir sind schon bei 1084 Punkten. Drei Abschüsse. Eine Zone hat er mitgekappt. So, jetzt steht er hier aber an einer eher semi-guten Position. Ja, der Schuss eben gerade des IS-2, der war auch richtig lucky, dass er den gebounced hat. Aber da war es gerade gut, dass er in diesem Fall da gerade über die Kuppe rüberkam und sich die Wanne in dem Moment, wo der IS-2 geschossen hat, sich nach unten bewegt hat. So, jetzt drück ihm da eine rein. Vielleicht einen Ticken höher. Aber so geht's auch. Sehr schön. Bei mir wäre der Schuss 100% gebounced. T-34-85 da oben an der Häuserecke.
Ich würde jetzt allerdings empfehlen, hier die Position jetzt zu wechseln. Er hat jetzt aus dieser Position drei Gegner rausgenommen. Wenn er da jetzt weiter stehen bleibt, so der KV2 wird jetzt auch ein nächstes Ziel, wenn er da jetzt weiter stehen bleiben würde. Oh, 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 oh. Wer ist schneller? Wer ist schneller? Komm, 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 komm! Sauber. So. Abschluss Nummer 5. Na, beweg dich weiter, nicht auf dem offenen Feld stehen bleiben. Nein, 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 nein. Nicht, nicht, nicht. Oh. Oh. Er tut alles für den Abschuss. Ruge hat aber jetzt wirklich... Ja, da kam auch gerade der KV2. Also da hat er jetzt auch gerade wirklich Schwein gehabt. Die Flak hätte er wahrscheinlich auch von irgendwo aus dieser Position hier erreichen können. Hier ist zwar nicht gesehen. Da vorne die ISO 152. Die kann er treffen von hier aus. Ein Stückchen nach rechts. Jawohl. Schön. Abschuss Nummer 7. So, und jetzt bewegt er sich in meinen Augen ein bisschen zu weit vor. Er hat hier keinerlei Teammates mehr. Ein Stückchen weiter rechts. Komm, komm, komm. Ja. Da war der Winkel ein bisschen zu spitz. Beziehungsweise, nein, zu flach, um hier die Granate zu bouncen. Wäre schön gewesen. Wo ist er denn jetzt? Hier. Na, bisher haben wir gut was gesehen. So. Jetzt in der FV 190. Mit den beiden Antipanzerraketen, beziehungsweise Bodenzielraketen. Eine Typhoon in der Luft. Und eine Spitfire. Die Spitfire ist hier der weitaus gefährlichere Gegner. Aber die FV ist besser die Focke Wulf ist besser bewaffnet. Und gleich an die Typhoon ranhängen. Sauber. Ja, das ist tatsächlich der Vorteil der Focke Wulf. Die vier großkalibrigen MGs. Ich glaube, es sind 2.20er und 2.30er. Ich bin mir gar nicht sicher. Oder 4.20er und 2.792er. Damit kann man schon ordentlich was reißen. So, die BTR müsste er ja eigentlich auch mit den Bordwaffen kriegen, aber er versucht es mit den Raketen. Sehr schön gemacht. Eine Flak weniger. Jetzt, wo die Raketen weg sind, es gibt auch wieder eine Gewichtsverbesserung. So, und jetzt auf die leichten Ziele am besten. Beim XM4 zum Beispiel ist da so ein Kandidat, dem kann er vorne durch den... markiert. So, die Boomerang. Oh, die Boomerang. Die kann er auch ganz leicht wegknacken. Vor der sollte er auch keine Angst haben, glaube ich. Ich glaube, die... Ist sie gerade hinter ihm? Wo ist sie? Da ist sie. Rechts von ihm. Jetzt hat er sie gesehen. Boomerang ist überhaupt kein Problem für ihn. Ja, schön. Einmal schön reinfliegen lassen in die Geschosse. Fliegerabschluss Nummer 3. Würde ich versuchen, an Höhe zu gewinnen, denn da kommt die Firefly auf ihn zu. Ich gehe davon aus, dass er sie sieht, denn gerendert ist sie schon. Er sollte jetzt aber schleunigst zusehen, dass er hier... Na bitte, schön, dass er jetzt noch an Höhe gewinnt und sich ein bisschen hochschraubt. Ja. Das wird jetzt sauber. Schön gemacht. Schön über Kopf.
Ich glaube, jetzt hat er ein Ölleck, aber das ist nicht so schlimm. Das kann er verkraften. GT76, AMX M4. Die drücken schon alle ziemlich auf den Spawn. Gucken wir uns mal die... Ah, jetzt ist er, glaube ich, selber ausgestiegen. Er ist nicht abgeschossen worden. Ja, bei nur einem Spawn weiß ich jetzt nicht wirklich, ob das so eine gute Idee ist. Da hat er eigentlich nicht viele Chancen, lange zu überleben. Er prallt am IS-2 ab. Ja, das war der IMX 13 da oben. Den haben wir vorhin schon gesehen, als er... Ja, das ist natürlich da oben eine richtig lame Position. Das ist natürlich eine richtig lame Position, wo der AMX 13 steht. Aber ihr habt es vielleicht vorhin gesehen, als Thunderbird Inner im Flieger noch saß. Was hat er hier jetzt? Die A5. Als er da noch drin saß, dass der AMX 13 da hochgefahren ist. So viel wird er hier jetzt nicht mehr machen können. Er ist nämlich der Letzte im Team. So, und auf den AMX 13 kann er definitiv gehen. Der hält das auch nicht aus. Die Granate direkt in den Turm. Es ist auch gut, dass die Granate gerade vom AMX 13 aus gesehen in die rechte Turmseite eingeschlagen ist und die Munition in der linken Turmseite explodiert ist. Top Schadensdarstellung. Beziehungsweise auch Schadenswirkung. So. Er kann jetzt nur noch Schaden austeilen, wirklich jemanden zerstören können. Das wird er nicht hinkriegen. Oh, da ist die NC900. Vielleicht hat er Glück und kann hier noch irgendeinen mittelschweren Panzer oder einen leichten Panzer noch... Hat er Glück gehabt. Wenigstens noch brennen schießen. Werden dann jetzt auch nochmal gleich direkt auf die Teamleistung gucken. Ja, da passiert nicht mehr viel. Die NC900 versucht dann Höhe zu gewinnen. Und er versucht sie natürlich in Richtung Flugplatz zu ziehen. Damit die Flugplatzflak den Rest erledigt. Ja, aber die NC900 fällt nicht drauf rein, die dreht ab. Ja, und damit war's das mit dieser Runde. Damit ist es das mit dieser Runde gewesen. Wir haben hier am Ende 5.513 Punkte auf dem Konto, eine Zone gekappt, 4 Flugzeuge abgeschossen, 9 Panzer, eine Abschusshilfe und Thunderbird ist 3-mal insgesamt gestorben. Das eine Mal freiwillig, weil er dann doch noch am Boden mal spawnen wollte, um vielleicht noch ein paar Punkte zu sammeln, was eher so mäßig geklappt hat. Trotzdem, seine Leistung in seinem Team ziemlich, ziemlich gut. Ihr seht das hier. Er hat 4.400 Punkte mehr als der Zweitplatzierte. Sein Team ist jetzt von den Leistungen her, naja, eher auch so mäßig. Also hier haben eigentlich nur eher 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Leute, also ungefähr die Hälfte, beziehungsweise die Hälfte... ja, zumindest ein bisschen was geleistet, um diese Low-Tier-Runde noch irgendwie zu einem guten Ergebnis zu bringen. Aber ihr seht hier den Ticket-Bleed. Hier steht es 11.728 und hier jetzt nicht mehr zu 16, sondern gleich dann halt eben zu 0. Das ist schon, ja,
ein ziemlicher Unterschied. Der Erstplatzierte im Gegnerteam hat 11 Panzerabschüsse. Aber auch, ja, das Gegnerteam hat nur unwesentlich mehr Spieler, die mehr geleistet haben. Also es ist hier wieder so ein typisches Beispiel, wie ein Low-Tier-Gefecht abläuft. Wobei es hier, muss ich jetzt noch ganz ehrlich sagen, noch ein bisschen ausgeglichener ist. Aber hier war tatsächlich vom Spielerischen her, würde ich jetzt einfach mal behaupten, anhand der Stats hier zu sehen, das Gegnerteam auch einfach, ja, von der Leistung der Spieler her besser. Es war jetzt nicht wirklich ein richtiges Überrennen, das kann man jetzt nicht sagen, weil es sind auch im Gegnerteam genug Spieler komplett raus. Thunderbirds Team hat also auch genug Gegenwehr geleistet, aber ihr seht, es hat leider nichts gebracht, auch seine wunderbare Unterstützung aus der Luft nicht. Deswegen, tja, schön gespielt, aber trotzdem verloren. Danke fürs Einsenden, Thunderbird. Wenn auch ihr mir euer Replay einsenden wollt, dann schaut einfach unten in die Videobeschreibung. Da steht ganz genau, wie das funktioniert bei mir. Lasst gerne eine positive Bewertung da, einen Daumen nach oben. Wenn ihr Bock habt, teilt das Video gerne. Und wenn ihr in Sachen War Thunder auf meinem Kanal nichts mehr verpassen wollt, dann lasst mir doch auch gerne ein Abo da. Ich freue mich nach wie vor über jeden neuen Zuschauer, der den Weg hier zu meinem Kanal findet. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Euer Raibun.